Es ist das Schaulaufen der größten Talente Europas, die internationalen deutschen Meisterschaften. In diesem Jahr im Stuttgarter Golfclub Solitude mit 122 Spielerinnen aus 10 Nationen. Vor der Finalrunde beste Deutsche Ann-Kathrin Lindner. Als Dritte allerdings schon mit 5 Schlägen Rückstand. Aber die 24-Jährige aus St. Leon Roth weiß, wie man mit Druck umgeht. Zuletzt gewann sie vor über 14 Millionen Zuschauern. Und zwar bei Wetten, dass, die letzte Wette in der letzten Sendung von Thomas Gottschalk. Jetzt kenne ich natürlich bei Wetten, dass diese Situation, vor einem Millionenpublikum gespielt zu haben. Und ich ziehe da schon den Vergleich, dass ich da mit diesem Druck, mit dieser Belastung, sage ich mal, jetzt schon besser umgehen kann. Und ich bin einfach komischerweise erfolgreicher geworden. Also wie gesagt, ich glaube, mein Spiel hat sich gar nicht mal so verbessert, aber die Erfolge stellen sich ein und das macht mich natürlich glücklich. Und Anka ist nicht die einzige deutsche Hoffnung. Caroline Lampert, die amtierende German Girls Championess, hat in diesem Jahr schon die Spanish Amateur gewonnen. Und Roberta Röller siegte in Portugal. Nicht zu vergessen Nina Holleder, die deutsche Lochspielmeisterin. Sie war bei der European Nations Championship ganz nah dran und musste nur Céline Boutier den Vortritt lassen. Und die Französin dominierte auch die internationalen Amateurmeisterschaften von Deutschland. Sie erspielte sich eine Birdie-Chance nach der anderen. Am Ende wurde es eine 66, Platzrekord. Die Ausnahmespielerin der Saison gewann mit 10 Schlägen Vorsprung ihren nächsten großen Titel. Das bedeutet mir ganz viel, auch weil ich das erste Mal hier dabei bin. Zu gewinnen ist ein richtig schönes Geschenk. Spannend war der Kampf um Platz 3 und die letzte Wildcard für die Ladies German Open. Hin und her ging es zwischen Kirin Eikenboom, Franziska Friedrich und Isabel Gabsa, die am Schlusstag mit einer 67 für Furore sorgte. Das beste Finish hatte dann aber Ann-Kathrin Lindner, die mit einem Birdie auf der 18 das Ticket für ihren nächsten großen Auftritt sicherte bei der Ladies German Open. Ich gebe natürlich mein Bestes und versuche ja jetzt erstmal ist das Ziel natürlich den Cut zu schaffen und dann sehen wir mal weiter. Von hinten geht's dann vielleicht ganz nach oben. Die Wette gilt, Frau Lindner. Auch wenn sich diesmal noch eine Französin als Wettspielkönigin feiern lassen durfte. Céline Boutier vor Sylvia Banon aus Spanien. Und der letzte deutsche Sieg bei der IAM ist jetzt schon 5 Jahre her. Ich will nicht sagen, wenn Céline Boutier nicht hier gewesen wäre, dann hätten wir das gewonnen. Wir sind so nah dran, wir haben ja die Nations Cup hier gewonnen. Wir haben Top-10-Platzierung. Ich weiß nicht, 7 von 10 sind Deutsche. Also das ist gut. Jetzt fehlt ein bisschen Quäntchen Glück. Dann hätte es auch anders sein können. Also es fehlt nicht viel. Auch wenn in Stuttgart eine andere jubelte. Mit den deutschen Mädchen ist zu rechnen. Spätestens bei der Europameisterschaft Mitte Juli. Wetten, dass?